Ja, also erstmal freue ich mich, dass der DGB den Rahmen zur Verfügung stellt, sozusagen diese Diskussion führt über Wohlstand ohne Wachstum, andersrum. Ja, also Wohlstand ohne Wachstum mit Fragezeichen und also sozusagen auch das Problem des Wachstums damit ja befragt wird und in dem Rahmen auch die Frage nach der Demokratie aufwirft. Das ist ja nicht so selbstverständlich, denn wenn man das sich mal so vor Augen führt, dann ist ja, wie Kai ganz richtig daran erinnert hat, Wirtschaftsdemokratie eine Forderung gewesen, die die Gewerkschaften seit den 20er Jahren formuliert hat und das auch in eine große und tragisch endende Wirtschaftskrise. Ja, also es war ja sozusagen ein Konzept, mit dem auch zum damaligen Zeitpunkt die Demokratie gesichert und die Demokratie ausgebaut werden sollte. Und dieses Konzept, das muss man sagen, wurde dann ja in den 90er Jahren, so ab Mitte der 90er Jahre, doch auch eigentlich von den Gewerkschaften und in der gewerkschaftlichen Diskussion sehr, sehr vernachlässigt, um es mal so zu sagen, wenn nicht sogar fallen gelassen. Ja, also auch in den Beschlusslagen fiel sozusagen Wirtschaftsdemokratie runter. Und auch durch die Entwicklung an den Hochschulen, wir sind ja hier an der Universität, muss man sagen, dass diese Forschung, also die gewerkschaftsnahen kritischen Forschungen zu diesem Bereich selber auch dann nicht mehr weiter betrieben wurden. Das hat, kann man sagen, das hat mit einer, das ist nicht einfach nur sachlichen Gründen geschuldet, die Schwierigkeiten dieser Konzepte, darüber kann man auch nachdenken, das will ich dann auch ein bisschen, aber es hat auch mit politischen Entwicklungen zu tun an den Hochschulen, aber auch gesellschaftlichen, dass man sagen kann, dass diese Art von Diskussion zu einer weiteren Demokratisierung auch des wirtschaftlichen Bereichs eher in Frage gestellt wurde durch die entsprechenden politischen Umstände, durch die Veränderung auch der Muster des Kapitalismus. Also ich habe, wenn ich das richtig verstanden habe, 25 Minuten, beziehungsweise jetzt noch 23 Minuten, ja, oder 22 Minuten, um ein paar Gesichtspunkte also zu Wirtschaftsdemokratie anzusprechen. Ich würde gerne nochmal die beiden Stichwörter der gesamten Reihe der Ringvorlesung selber ansprechen. Kai hat schon ein sehr wichtiges angesprochen, nämlich wenn wir davon ausgehen, und ich gehe davon aus, dass wir diesen Umbau der Wirtschaft brauchen, ja, dass wir notwendigerweise wegkommen müssen von einer Ökonomie des immer weitergehenden Wachstums, dass wir diesen Umbau nicht autoritär haben können. Nicht durch autoritäre, lebensreformerische Maßnahmen. Denn wer sollte diese Autorität sein? Der Staat? Dann wäre das eine Erzwingung einer reformierten Lebensweise. Und das müsste mit Mitteln der Repression geschehen, also mit einem enorm aufwendigen und auch ökologisch enorm aufwendigen Apparat. Also vor vielen Jahren war eine der Überlegungen, dass ein Drittel weltweit aller Flugbewegungen militärische Flugbewegungen sind. Ja? Also wenn man sich das nur mal klar macht, dann sind natürlich solche Apparate, die dann das autoritär erzwingen würden, ja? Also mit Webern Erzwingungsstab, keineswegs eine Gewähr dafür, dass das durchsetzbar wäre. Ja? Also bräuchte man auf jeden Fall aus meiner Sicht demokratische Prozesse. Ja, die das sozusagen betreiben, absichern und dann auch die Form von Demokratie, die das ermöglichen. Warum braucht man das? Weil ich meine, dass wir heute von Wohlstandsgesichtspunkten ausgehen, also der wesentliche Wohlstandsgesichtspunkt, die Enquete-Kommission des Bundestags diskutiert das ja vorwärts und rückwärts und so wie ich die Berichte aus der Enquete-Kommission über Wohlstand verstehe und wenn ich sie richtig verstehe, dann scheint es so zu sein, dass die Versuche, unseren klassischen Wohlstandsparameter, nämlich das Bruttoinlandsprodukt, in Frage zu stellen,
dass das aufgrund der Mehrheiten in dieser Kommission wahrscheinlich untergebügelt wird. Das heißt also, viele kritische Gesichtspunkte, nämlich Wohlfahrt grundsätzlich neu zu definieren und zu erweitern, es gibt ja viele Versuche, das zu tun, nämlich Bildung, Gesundheit, Glücksbefindlichkeit und so weiter, das alles mit einzubeziehen. Und dann würde man schon sehr schnell feststellen, die evangelische Kirche hat das mal für Schleswig, also die evangelische Kirche in Schleswig-Holstein hat es mal durchrechnen lassen, dann würde die Bundesrepublik Deutschland sozusagen schon sehr weit runterrutschen auf so einer Wohlfahrtsskala. Oder Wohlstandsskala. Und dann stellt man sich schon die Frage, wer entscheidet das? Und BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, also ein Wachstum, das ist etwas, was ja bestimmte Messungen vornimmt, ja, und die Frage ist, wer definiert das und was wird damit ausgesagt und ist das wirklich etwas, worüber wir demokratisch entscheiden? Ist dieser Wohlstandsparameter etwas, was wir gemeinsam miteinander brauchen und dient der sozusagen tatsächlich unserem Wohlstand? Wenn man davon ausgeht, dass auch ausgesprochen schädliche Dinge dann wiederum das Bruttoinlandsprodukt vermehren. Und selbst wenn man davon ausginge, dass es nicht diese Art von problematischen Aspekten hätte, könnte man sich, wie es seit Aristoteles gefragt wird, ja das Problem vor Augen führen, was es eigentlich bedeutet, dass eine Gesellschaft jedes Jahr immer noch reicher werden muss als im Jahr davor. Ja, also 1% oder 2% reicher als im Jahr davor. Und dann stellt sich die Frage, warum gilt es als eine der Katastrophen, ja, in unserer Gesellschaft, wenn die Gesellschaft im Jahr nicht reicher geworden ist als im Jahr davor. Ne, das ist ja das, was Wirtschaftswachstum aussagt und wo wir sagen müssen, das ist nicht etwas, was wir in gemeinsamen kollektiven Diskussionen entscheiden, sondern, und Wachstum zielt ja im Wesentlichen darauf, es geht darum, dass Akkumulation und der Akkumulationszwang, nämlich den Apparat der Kapitalverwertung weiter zu vergrößern, dass das gemessen wird und das ist ein Zwang, der genau genommen von niemandem in dieser Weise demokratisch entschieden wird. Also könnten wir sagen, dass, wenn man so will, Wohlstand ohne Wachstum genau genommen von innen her, also intern, eine entscheidende demokratische Frage ist. Ja, also nicht nur sozusagen die Frage des Umbaus, sondern, und das führt ja dann dazu, demokratische Entscheidung heißt, wie viel müssen wir überhaupt produzieren, wo muss etwas mehr produziert werden, welche Produkte brauchen wir, in welchem Umfang, welche Dienstleistungen benötigen wir. Also das wären ja dann die Fragen. Und wie werden diese Produkte erzeugt, welche Form nehmen sie an, ja, und wie werden sie auch dann wieder entsorgt. Also Fragen, die ja dann aus ökologischer Sicht von großer Bedeutung sind, die wir heute im Prinzip makroökonomisch noch gar nicht gut bewältigen können. Wir können investieren, aber wir können nicht rückbauen. Also finden sich kaum Privatunternehmer, die sagen würden, ja, da haben wir so viel Industriegebäude und die bauen wir zurück oder Kanalisationsanlagen, die mal geschaffen wurden als Infrastruktur für ökonomische Prozesse und die dann rückgebaut werden. Also da stehen unsere Gesellschaften, glaube ich, wirklich vor großen Herausforderungen. Also das wäre ein wichtiger Gesichtspunkt und der berührt sofort, und das geht über, da meldet sich jemand, aber ich denke, ich rede erstmal weiter. Ja? Also, aber hören Sie, das hat doch keinen Sinn, dann kann ich meinen Gedanken nicht entwickeln. Es wird viele Einwände geben, ich bin davon überzeugt. Das wäre auch gut so, aber ja, also dann haben wir ja eine Diskussion dazu. Das berührt eine Frage der Solidarität, nämlich Wirtschaftsdemokratie, und da sind wir auch schon bei einem Schlüsselproblem des Konzepts der Wirtschaftsdemokratie,
wurde über viele Jahrzehnte als eine Frage der nationalen Demokratie gefasst. Ja, nicht als eine, die länderübergreifend funktionieren muss. Ja, aber wir können natürlich demokratische Entscheidungen für unsere Unternehmen treffen, aber diese Unternehmen könnten dann immer noch ja, so operieren, dass sie Ressourcen in Anspruch nehmen aus Region und dass sozusagen die Verantwortung, die Folgen von Arbeit, von Ressourcen in Anspruchnahme auf diese Region verlagern. Ja, das heißt, wir müssen auch überlegen, wie wir diese Prozesse und umso mehr angesichts der weltweiten Verflechtung von Wertschöpfungsketten von Unternehmen, wie wir solche Prozesse auch international oder global in den Blick nehmen. Und das berührt ja, also da stellen sich natürlich viele politische Probleme, das ist klar, aber das alles nur unter dem Gesichtspunkt jetzt von Wohlstand ohne Wachstum. Zur Wirtschaftsdemokratie jetzt im Weiteren will ich, also das wäre der zweite Gesichtspunkt, will ich sagen, die Wirtschaftsdemokratie, so wie sie über viele Jahrzehnte geführt wurde, und das ist eine der sachlichen Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, ist aus meiner Sicht so geführt worden, dass genau genommen der Demokratieaspekt gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, sondern genau genommen war das eine Vorstellung, dass man bestimmte Mitspracherechte auch in der ökonomischen Sphäre zur Geltung bringt, aber wenn man so will, noch man ganz vorsichtig sein muss, wie weit man da wirklich von Demokratie im ganz anspruchsvollen Sinne reden will. Ich will das ganz kurz so andeuten, dass ich sagen will, unser gesellschaftliches, politisches System basiert ja im Prinzip auf einer rigorosen Zweiteilung. Die stimmt natürlich real so nicht, aber unserem Verfassungsverständnis ist die Vorstellung die, dass es eine politische Sphäre gibt, in der über allgemeine Regeln, Gesetze entschieden wird durch einen demokratisch gewählten Gesetzgeber. Und dieser Gesetzgeber schafft die allgemeinen Rahmenbedingungen, ja, die für wirtschaftliches Handeln dann gesetzt werden. Das wirtschaftliche Verhalten selbst wird gar nicht als demokratiefähig betrachtet. Das heißt, es gilt und genau in dem Sinne, den ich im ersten Punkt schon angesprochen habe, als etwas, wo die Wucht oder die Eigenlogik der Märkte relevant ist, wo man unternehmerische Freiheit und Entscheidung nicht durch demokratische Mitsprache einschränken oder regulieren soll, also nach dem Gesetz der Mehrheit, weil es im Prinzip ganz schnell zu einer Zerstörung von Wettbewerbsfähigkeit, von Konkurrenzfähigkeit, von Fortschritt, von Wachstum und so weiter stören würde. Wirtschaftsdemokratie stellt diese Einteilung von Politik, Demokratie, dem repräsentativen System und der ökonomischen Sphäre, diese Zweiteilung in Frage. Weil Wirtschaftsdemokratie ganz klar vor Augen hat, dass gesellschaftliche Kräfte auch in die Unternehmensentscheidungen selbst hineingreifen. Das führt natürlich sofort zu der Frage, wie ist das genau geregelt mit dem Eigentumsschutz, ja, im Grundgesetz, ja, oder nicht nur in der Bundesrepublik, sondern in anderen Verfassungen. Und darüber wird selber dann wiederum rechtlich und moralisch und politiktheoretisch diskutiert, ob man sagen soll, Eigentum an Produktionsmitteln, Privateigentum an Produktionsmitteln ist gerecht, also moralisch gerechtfertigt, es ist demokratiepolitisch gerechtfertigt, also kann man das begründen. Und generell gibt es, es gibt eine zahlreiche Autoren, die genau das bestreiten, weil sie sagen, Privateigentum an den Produktionsmitteln ist nicht gerechtfertigt, weil es selbst durch die Allgemeinheit ein geschütztes, gerechtlich geregeltes Gut ist, also kann die Allgemeinheit es auch selbst wiederum in Frage stellen und auch die permanente Erwartung von Kapitaleignern auf eine Dauerverzinsung von Kapital
nicht gerechtfertigt ist. Also wenn wir das in der Diskussion vertiefen wollen, kann ich das gerne noch machen. Jedenfalls wird damit dann auch das Eigentumsrecht transformiert oder die Vorstellung von Eigentum. Und da um auf diese Weise diese Zweiteilung von Politik und Ökonomie in Frage zu stellen. Und wenn wir uns jetzt die Diskussion in den Gewerkschaften über die Jahrzehnte ansehen, dann war die gewerkschaftliche Vorstellung zunächst mal die, dass es um eine Mitsprache geht, die sich vor allen Dingen konzentriert auf das Mitspracherecht von Gewerkschaften. Das heißt, Vertretern, Repräsentanten, ja, der Belegschaften, also Mitspracherechte in den Betrieben auf der Ebene der Betriebsräte oder dann wie im Mitbestimmungsmodell der Bundesrepublik in den Aufsichtsräten. Ja. Und das waren gewählte Vertreter oder von den Gewerkschaften delegierte Vertreter in die Aufsichtsgremien. Und darin steckt aus meiner Sicht schon ein demokratiepolitisch wirklich großes Problem, was sich dann auch in den Diskussionen bis in die 80er Jahre hinein dann zunehmend bemerkbar gemacht hat. Wenn man nämlich sich vorstellt, es sind gewählte oder von den Gewerkschaften in den Aufsichtsrat gesandte Vertreter, dann ist erstmal unabhängig von der Frage, wie viel Mitspracherecht haben sie in diesen Gremien und was können sie in diesen Gremien aufgrund der Rechtslage überhaupt bewirken, ist die Anbindung dieser Vertreter an die Belegschaften und an die Gesamtbevölkerung relativ gering. Ja, also das ist eine der Probleme, die in der Diskussion über Wirtschaftsdemokratie in den 80er Jahren sehr intensiv geführt wurde und dann nämlich mit der Frage, wie kommt man dann im Rahmen der Wirtschaftsdemokratie nicht nur zu besseren Mitspracherechten in den Gremien, sondern also für die Belegschaften könnte das heißen, zunächst mal die Interessen der Belegschaften, was wichtig ist, was aber durchaus auch ganz schnell betriebsegoistisch sein kann. Denn das heißt, die eigenen Produkte, die eigene Produktion, die eigenen Dienstleistungen, auf die hin sozusagen das Unternehmen durch Mitsprache zu verbessern, zu optimieren, aber nicht unbedingt gesellschaftliche Interessenlagen im stärkeren Sinne mit zu bedenken. Das hat damals insbesondere auch von der Sozialdemokratie und den Jusos zu Diskussionen, wie ich finde, aus heutiger Sicht wirklich interessanten Diskussionen geführt, nämlich wie kann man eigentlich die Bevölkerung auch im weiteren Sinne mit einbeziehen. Und die generelle Haltung war eher die, dass man eben Befragungen macht, also Konsumentenbefragungen nach dem Bedarf, dass man bestimmte Indizes bildet, sodass es eben nicht nur Bruttoinlandsprodukt ist, sondern auch andere Wohlfahrtsgesichtspunkte. Aber auch da war immer noch die Vorstellung, man hat eine Art doppelte Repräsentation, nämlich eine politische Repräsentation auf der Ebene des Parlaments und durch Parteien und dann auf der betrieblichen Ebene durch die Gewerkschaften. Das ist eine der zentralen Probleme, dass man nämlich demokratiepolitisch dann sagen kann, die Gewerkschaften selber haben dieses Problem seit etlichen Jahren, dass sie nämlich feststellen müssen, dass die Gruppe der Lohnabhängigen, die sie repräsentieren, immer weniger der Gesamtentwicklung der Wirtschaft entspricht. Also, ne, das ist die Rede davon in Gewerkschaftsforschung, dass man sagt, die Gewerkschaften heute bilden eine Industriestruktur der 60er und 70er Jahre, aber bei ganz viele atypisch Beschäftigte, Frauen, Migrantinnen und so weiter, werden eigentlich in diesen Prozessen gar nicht wirklich gut vertreten. Das ist ein wesentlicher Gesichtspunkt. Und dann stellt sich die Frage auch nach den Mitspracherechten der Konsumierenden, der Umweltverbände, also so dass es Vorschläge gibt, also zum Beispiel also im Kontext der Grünen hat der Eckhard Strattmann, der jetzt in der Linken, glaube ich, aktiv ist, ja vor vielen Jahren die Erweiterung des Aufsichtsrats gefordert,
mit dem Ziel, eine dritte Bank einzurichten für die Vertretung von Umweltinteressen, also durch Umweltverbände, Nichtregierungsorganisationen, würden wir heute sagen. Und diese Forderung oder diese Überlegung hat dann Joachim Beerhorst vor einigen Jahren in der Diskussion dann auch nochmal aufgegriffen. Also ein wichtiger Gesichtspunkt, was sozusagen überhaupt als Vertretung in dem Bereich von Unternehmensentscheidungen mit reinkommt. Und dann stellt sich natürlich sofort die Frage, was für Rechte, Mitspracherechte sind das und was genau heißt da auch da eigentlich dann Demokratie? Wenn man Demokratie, und das würde ich sagen, das sollten wir wirklich so entschieden auch fassen. Ich will nicht das Wort radikal nennen, weil Radikalität gibt dem einen Akzent, den es aus meiner Sicht gar nicht hat. Demokratie heißt im ganz normalen Sinne, dass wir alle das gleiche Recht haben, auf unsere kollektiv bindenden Entscheidungen einzuwirken. Es ist eine Selbsteinwirkung von uns auf unser kollektives Zusammenleben. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, das heißt, wir alle haben das gleiche Recht dazu, auf diese bindenden Entscheidungen einzuwirken. Und wenn man sich das klar macht, dann ist Demokratie mehr als Mitsprache. Wenn man sagt, wie im Fall der Mitbestimmungsregelung, die wir jetzt verankert haben, als Baustein von Wirtschaftsdemokratie, dann verstehen wir darunter Mitbestimmung. Das heißt, Gewerkschaftsvertreter, Gewählte oder Delegierte, haben Mitsprache im Aufsichtsrat oder im Unternehmen als Betriebsrat. Aber sie sind dort nicht mit gleicher Stimme. Ja? Das ist kein Ort, wo die Leute hingehen, mit gleicher Stimme zu entscheiden. Ja? Sondern es ist klar, dass das Aktionärsrecht, das Eigentümerrecht sowieso die Letztentscheidung hat. Ja, und dass auch die Rechtslage dessen, worüber entschieden werden kann, nicht so gelagert ist, dass es dort tatsächlich zu einer freien demokratischen Abstimmung kommen kann. Also insofern ist es tatsächlich eher Mitsprache oder ein Beteiligungsrecht, ja, als ein demokratischer Prozess. Ich gucke mal kurz auf die Uhr, ich habe jetzt noch 5 Minuten. Ja, okay. Ja, also nur um das so deutlich zu machen, also dass wir da wirkliche ernste Demokratiedefizite haben und dass wir das aber auch in unseren Diskussionen, wenn, also ich meine, soweit wir diese Diskussion führen und wir sollten sie führen, einen in diesem Sinne anspruchsvollen Demokratiebegriff auch wirklich verwenden sollten, um deutlich zu machen, was ist der Maßstab, was ist die Maßgabe. Also wir sollten nicht alles Mögliche, wo wir auch mal mitsprechen dürfen, schon als Demokratie bezeichnen, sondern Demokratie heißt dann am Ende, die Entscheidungen, die getroffen werden, sind die von uns mit gleicher Stimme getroffenen Entscheidungen. Und wenn man jetzt die bisher bestehenden Mitbestimmungen sich genauer ansieht, das will ich jetzt nicht im Detail machen, dann kann man sagen, im Wesentlichen, und das sind natürlich große Erfolge, sind das Schutzfunktionen. Und die sind enorm wichtig. Aber an wesentliche Mechanismen der Unternehmenslenkung, also der Governance, ja, kommt Mitbestimmung und wir sind noch weit weg von Demokratie und Wirtschaftsdemokratie in diesem Punkt, kommen wir gar nicht ran. Das betrifft, was jetzt immer wieder in der Diskussion war in den letzten Jahren, sowieso die Frage der Investitionsentscheidung. Das betrifft aber auch mit Blick auf den Finanzmarktkapitalismus die Frage von Veräußerung oder Zukäufen. Und das heißt, es ist natürlich ein zentraler Mechanismus. Was machen Unternehmen mit Gewinn? Ja, schieben die sozusagen auf den Weltmärkten rum, legen die spekulativ an, investieren die, verkaufen die Unternehmensteile aus strategischen Gründen oder kaufen die Unternehmen zu, spekulieren die damit und welche Rolle können dann auch die Vertretungsorgane der Gewerkschaften, aber der Gesellschaft im Weiteren
dabei haben. Denn das, worum es mir ja ging, war ja deutlich zu machen, dass wir alle, also darüber hinauskommen müssen, Demokratie so zu fassen, als sei es nur ein Mechanismus, der allein, also wo Demokratie allein durch die direkt in den Betrieben Beschäftigten organisiert wird, sondern wir müssen, aus meiner Sicht scheint mir das wichtig, wir müssen dahin kommen, und das ist mehr so heute im Finanzmarktkapitalismus, wir müssen Unternehmen als öffentliche Institution begreifen. Das geht darum, dass wir sagen, das haben nicht die Eigentümer, die Aktionäre, Eigentümer Recht auf ein Unternehmen, die haben Recht auf ein, die machen eine Einlage, ja, wenn sie überhaupt eine Einlage in dem Sinne machen, und dann können sie auf eine Verzinsung rechnen, aber sie können nicht Unternehmen, und das ist ja ein großer Unterschied, als Eigentum betrachten, mit dem sie an den Märkten wiederum spekulieren, Unternehmen kaufen, ausschlachten, in Wert setzen. Und wenn man das sich anguckt, was Ratingagenturen und Marktanalysten und Private Equity Fonds und so weiter machen, dann ist genau das. Die haben einen genauen Überblick über die 10, 15, 25.000 Unternehmen global, und die betrachten sie nach ihren möglichen Wertschöpfungen, ja, die einzelnen Unternehmensteile, und die werden in Wert gesetzt und dann entsprechend zerlegt, neu gegliedert und auf den Märkten verhökert. Das heißt, systematisch geht es dann über Shareholder nicht mehr um Unternehmensgewinn, sozusagen das, was im Unternehmen erwirtschaftet wird, sondern die Unternehmen selbst werden als ein Marktprodukt weltweit vermarktet. Und das ändert es, weil nämlich damit die Unternehmen gemessen werden an den Kapitalzinserträgen an den Finanzmärkten und nicht an den Gewinnen, die ein Unternehmen sozusagen durch Dienstleistung oder Produktion selber erwirtschaften kann. Das heißt, wir haben heute eine Situation, wo wir, ne, das ist, scheint mir von großer Wichtigkeit, weil da kommt man dann jetzt auch zu der Frage, es gibt eine Neuauflage und eine Neubelebung der wirtschaftsdemokratischen Diskussion. Die gibt es in der Linkspartei, in der SPD, in den Gewerkschaften. Ja, also Wolfgang wird ja dann auch über die Diskussion, die es bei Verdi gibt, dann etwas sagen. Diese Diskussionen sind aus meiner Sicht von großer Bedeutung, um in diese Richtung zu gehen. Aber wir müssen auch heute neu überlegen, welche neuen Impulse braucht Wirtschaftsdemokratie, nicht nur wegen der Krise. Jetzt in der Krise brauchen wir tatsächlich wirtschaftsdemokratische Impulse und Initiativen. Aber der Kapitalismus hat sich auch sehr grundlegend verändert. Das ist nicht mehr der nationale vertikal, also Kapitalismus mit großen, vertikal integrierten Unternehmen, sondern die sind virtualisiert, die sind netzwerkartig, wir haben globalisierte Wertschöpfungsketten in Produktion und Dienstleistung und so weiter. Das heißt, wir brauchen sehr viel Kreativität und Überlegung, wie wir in diese Richtung gehen. Und wie wir, und das war auch das, warum ich es so wichtig finde, dass es im Rahmen dieser Ringvorlesung passiert, wir müssen auch die ökologische Problemlage mit im Blick haben. Diese Entscheidungen müssen ökologisch kontrolliert und zivilisiert sein. Wir können Mitspracherechte nicht so begreifen, dass wir sagen, so, jetzt schaffen wir eine bessere Versorgung, eine bessere Lebenslage, ja klar, das wollen wir, aber darin müssen auch Kriterien sein, die nach neuen Wohlstandsparametern ausgerichtet sind. Die vielleicht noch ein oder zwei Minuten, da ich jetzt ja schon das Stichwort Finanzmarktkapitalismus sozusagen als das Kriterium genannt habe, wir sind weg von dieser Art, also es wäre jetzt eine eigene lange Diskussion, einer stark staatsinterventionistisch also vermittelten Ökonomie, wie wir das seit den 50er bis 70er und 80er Jahren hatten, davon sind wir in vielen Hinsichten weg. Ja, wir stehen heute vor aus meiner Sicht wirklich großen Herausforderungen, wie wir da auch dafür Demokratie, also für den finanzmarktgetriebenen Kapitalismus Demokratie neu formulieren.
weil wir eben Unternehmen haben, und das machen sich viele, glaube ich, immer noch nicht richtig klar, wir haben viele Unternehmen, die selbst, Produktionsunternehmen, die selber an den Finanzmärkten spekulieren. Und wenn wir über Finanzmärkte sprechen, dann meinen wir, oder dann wird oft gemeint, Finanzmärkte sind gut, das konnte man auch in der Krise und jetzt im Laufe der Krise immer wieder lesen, ja, in Hinsicht auf Rohstoffmärkte und so weiter. Aber beim Wohnungsbau konnte man es ja ganz gut und hautnah mitkriegen, aber bei der Altersversorgung gilt es genauso. Finanzmärkte sorgen für Risikoerfassung, Risikobemessung und Risikoverteilung. So wird es auch gerechtfertigt. Ja? Also Wohnungsbau und dann wird das verbrieft und finanzialisiert und dann wird das Risiko weltweit gestreut und dann wurde uns ja lange erzählt, dass es auf jeden Fall sicherer sei. Das wird jetzt für die Rohstoffe wieder gemacht, ja, also für Nahrungsmittel, für Metalle, für Öl und so weiter, dass man sagt, es gibt Sicherheit für die Hersteller, für die Bauern und so weiter. Und das machen wir auch in der Altersversorgung. Aber das ist natürlich ein ganz fieses und gemeines Instrument, weil wenn wir Altersversorgung über so eine Art von Risikoverteilung, die deutsche Gesellschaft als eine der reichsten der Erde, wir sagen, wir können uns die Altersvorsorge nicht mehr leisten. Und dann streuen wir das Altersrisiko, das Versorgungsrisiko über private Absicherungen weltweit, ja, durch die Riester-Rente zum Beispiel oder durch andere private Absicherungen, wie das in den USA oder in Japan und Holland und so weiter gemacht wird. Dann heißt das, wir lassen andere, die viel ärmer sind als wir, für unsere Rente arbeiten. Wir brechen sozusagen den Generationenvertrag in unserer Gesellschaft auf. Ja, natürlich haben die Älteren ein Anrecht für die Arbeit, die sie geleistet haben, auch entsprechende Renten zu bekommen. Aber wir brechen diesen Generationenvertrag auf, indem wir sagen, versichert euch so, dass andere für euch in Griechenland, in Südostasien, in Ostasien für euch die Rente erwirtschaften. Wir, eine der reichsten Länder der Erde. Und das ist völlig irre. Und deswegen gibt es in dem Zusammenhang, finde ich, gute Überlegungen, ja, nämlich zu fragen, wie können wir die Verwaltung der gewaltigen Sparvermögen, die sich in unserer Gesellschaft angesammelt haben, wie können wir das demokratisieren? Wir können heute das nicht nur Demokratie mit Blick auf Produktion oder wenn man sich vorstellt, wir hätten jetzt analog zu den Industriebetrieben betriebliche Mitbestimmung in den Banken. Hätte das irgendetwas an der Finanzkrise geändert? Vermutlich nicht. Sondern was wir brauchen, sind Eingriffe in die Mechanismen selbst. Also wie können wir Sparvermögen kontrollieren? Wie können wir das lenken? Und dann gibt es natürlich Vorschläge, manche werden Sie ja auch kennen, nämlich zum Beispiel öffentliche Ratingagenturen, die bewusst andere Bewertungskriterien einbeziehen, soziale, ökologische, also die nämlich Beschäftigung also mit einbeziehen, ja, also dass wir öffentliche Fonds brauchen, andere Anlagemodelle, dass Anreizsysteme für hohe Einkommen und Gehälter, was ja sowieso auch im Gespräch ist im Anschluss an die Krise, aber viel konsequenter auch durchgeführt wird und dergleichen mehr. Und das selbst wiederum durch neue Mechanismen der demokratischen Kontrolle, wo die sozusagen nah an diesen Bereichen angesiedelt sind, weil sie, ich komme zum Schluss, weil sie allein durch die Politik in dieser Weise nicht bewältigbar sind. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann hoffe ich auf eine Diskussion. Ja, vielen Dank, Alex. Weiß nicht, geht das? Ich würde jetzt noch zwei, drei Rückfragen, wirklich Rückfragen zum Referat von Alex zulassen, aber bitte keine Co-Referate. Ja? Ja, erstmal zu wirtschaftsdemokratischen Perspektiven. Also, was tut man denn bei existenziellen Problemen? Also, wenn eine Rohstoffangebot zusammenbricht, dann funktioniert doch das Ganze, die ganze Wirtschaftsdemokratie nicht. Also, da gibt es doch Alternativen. Also, die sind zwar relativ, aber es gibt da andere Möglichkeiten. Das ist die erste Anmerkung. Zweitens, Mitsprache im Aufsichtsrat. Also, ich bin total dagegen, weil das Problem ist, wenn Sie diese überall einbringen,
Okay. Da hinten war noch eine, ja? Ja, ich habe eine kurze Nachfrage zu den Vorteilen der Wirtschaftsdemokratie. Mir ist das noch nicht ganz klar geworden, weil am Anfang gesagt worden ist, es ist ein systematischer Unterschied. Wir lösen sozusagen die Sphäre des Politischen und des Wirtschaftlichen auf. Und warum reicht es nicht einfach aus, wenn wir das Politische stärken und die Regulierungen von dieser wirtschaftlichen Sphäre wieder im Sinne der Gesellschaft sozusagen gestalten. Okay. Und hier vorne war noch ein. Eine kurze Frage. Gehört denn zur Wirtschaftsdemokratie nicht auch das Genossenschaftswesen, dass da halt Unternehmen in einer demokratischen, gemeinschaftlichen Form agieren? Mhm. Eine nehmen wir noch? Oder war das keine Meldung? Ja, noch. Genau. Auf den Punkt gesprochen, Sie sagten ja, dass die Entscheidung in solchen demokratisierten Gremien dann eben ökologisch zivilisiert sein müssten und natürlich auch ja, soziale Belange, die über das Unternehmen hinaus reichen, auch auf globaler Ebene irgendwie berücksichtigen müssen. Aber ja, wie kommt man dahin? Wie kann das sichergestellt werden und eben verhindert werden, dass wie bisher oft in Gewerkschaften der Fall halt fast nur Klientelpolitik betrieben werden und dieser, ja, ich glaube, Betriebsegoismus halt weiter vorhanden. Mhm. Gut. Ich würde dir das Wort nochmal für 5 Minuten. Ja, okay. Also, weil ich wieder 4 Minuten. Wolfgangs. Ja, vielleicht nur ganz kurz. Weil dann gibt es nochmal eine Abschlussdiskussion gemeinsam. Genau. Okay, gut. Ja, also, ich meine, man kann natürlich viel Kritisches zu den Gewerkschaften sagen. Generell würde ich aber sagen, ich habe jetzt mit dem Rücken zum Publikum gesessen, das war ein Fehler, dann weiß ich jetzt nicht, wer die Frage gestellt hat. Aber generell würde ich sagen, nein. Also ich finde, man muss Gewerkschaften auf jeden Fall verteidigen. Es ist eine der größten und wichtigsten Säulen einer demokratischen Gesellschaft, dass die Lohnabhängigen ein Recht zur Organisierung haben. Und auf diese Weise, das muss man sich wirklich klar machen, ist eine der standhaftesten demokratischen Organisationen in den letzten 150 Jahren gewesen, ja, die wir in Deutschland hatten. Die Liberalen nicht, die Konservativen nicht, die Sozialdemokraten haben uns viel Unheil eingebracht, mal so, auch manches Gute. Aber ich meine, auch Gewerkschaften kann man an vielen Punkten kritisieren. Aber da würde ich sagen, sicher gibt es klientelistische und partikularistische und auch betriebsegoistische Gesichtspunkte, aber an vielen Stellen der deutschen Geschichte haben Gewerkschaften allgemeinpolitisch und demokratiepolitisch Wichtiges geleistet. Was sicherlich ein ganz großes Problem ist, ist die Frage der Ökologie. Es gibt in den Gewerkschaften seit vielen Jahren eine Diskussion, die dazu geführt wird, andere Formen des Wachstums, andere Produkte, andere Produktionsverfahren, ökologisch sensibel, Nachhaltigkeit, das gibt es alles. Andererseits muss man sagen, haben Gewerkschaften an diesen Punkten oft, wie auch andere Kräfte in unserer Gesellschaft, die Hebel nicht. Das ist eine Frage der politischen Macht, wenn man es mal so trivialisiert sagen will, darauf wirklich maßgeblich Einfluss zu nehmen. Und dann kommt es dazu, das ist jetzt auch eine Frage des Managements, wir haben immer wieder Manager, die durchaus in diese Richtung gehen, ja, aber man muss auch klar sagen, also viele von uns in den frühen 90er Jahren waren angetan davon, dass die Automobilkonzerne anfangen, also energiearme Antriebssysteme zu entwickeln, das berühmte 3-Liter-Auto. Ja, und dann muss man natürlich sagen, ja okay, die 3-Liter-Autos wurden am Markt von den Käufern, Käuferinnen so nicht angenommen, dafür kamen die Sport-Utility-Vehicles, ja, mit 25 und 30 Liter pro 100 Kilometer. Und da muss man sagen, es gibt natürlich eine nachhaltige Orientierung in der Bevölkerung, aber die trägt oft nicht so weit, dass es das Kaufverhalten maßgeblich bestimmt. Dafür gibt es selber wiederum auch Sachzwänge, das ist mir schon bekannt. Aber man muss natürlich sagen, das ist insgesamt ein ordnungspolitisches Problem, ja, nämlich wie werden Emissionen geregelt? Also da kommt der Gesetzgeber natürlich massiv ins Spiel. Ja, und wie verhalten sich, weil nicht alles kann der Gesetzgeber regeln,
wie verhalten sich eben tatsächlich dann auch Käuferinnen und Käufer, also was ist ihnen eben wichtig, ja, wenn man denkt, wie setzt sich von der Wertschöpfung heute ein Auto zusammen, dann ist es maßgeblich Elektronik und die Elektronik verbraucht wiederum sehr viel Energie, ja, sodass man sagen kann, dass alle Sparmaßnahmen, also viele kennen das wahrscheinlich, Rebound-Effekte, ja, also dass viele der Sparmaßnahmen letztlich wieder aufgezehrt werden durch entsprechende auf energieaufwendige Technologien. Dann, ja, die Frage kann man sagen, also genau, zum Management will ich noch sagen, auch das ist ja ein interessanter Aspekt, der so beobachtet wird, dass ja das Management seinem Typ der Ausbildung nach tatsächlich immer stärker auf neoliberale ökonomische Konzepte, also betriebswirtschaftlich orientierte Gewinnorientierung hin ausgerichtet wird und entsprechende Anreizsysteme und damit genau das, was einer der Gesichtspunkte von Wirtschaftsdemokratie nämlich ist, dass man auf Manager trifft, mit denen man verhandeln kann, die sich gebunden fühlen durch Verhandlungen, die Arbeitnehmer und ihre Vertreter ernst nehmen, dass das ein wichtiger Gesichtspunkt ist, dass das eben in den letzten Jahren immer weiter wegbricht und von daher auch die Art und Weise, und das ist ein Gesichtspunkt, wenn man sagt Unternehmen als öffentliche Institution, dann geht es auch um eine Willensbildung innerhalb des Unternehmens. Und es gibt sehr viele Erfahrungen, die zeigen, dass Gewerkschaftsvertreter, Aufsichtsratsvertreter, Betriebsräte sehr viel kompetenter unternehmerisch zu handeln wissen, weil sie die Märkte besser kennen, die Produkte besser kennen, die Produktionsverfahren kennen. Also ich kann Ihnen eine ganze Menge, wenn Sie weiter das interessiert, aber Wolfgang könnte es wahrscheinlich auch, Beispiele nennen, wo die Manager total versagt haben hinsichtlich der Unternehmensführung. Nur ein Satz noch, einer meiner Freunde ist Steuerberater, der Insolvenzen durchführt im Siegerland und er sagt, im Prinzip sind 80% aller Unternehmensinsolvenzen total überflüssig, weil die Betriebe alle rentierlich weiterarbeiten könnten. Es sind private Entscheidungen der Unternehmerfamilien, es sind Fehlentscheidungen im unternehmerischen Handeln, es sind also vielfach selbstverschuldete Pleiten, die ökonomisch überhaupt nicht notwendig wären. Und weil die Betriebe aber Privateigentum sind und weil die Gewerkschaften das nicht immer alles in Mitarbeitergesellschaften umwandeln können, zumal sie auch noch nicht so lange dieses Konzept verfolgen, gehen diese Betriebe ein und die Lohnabhängigen werden dann sozusagen von Versicherungen, also der Arbeitslosenversicherung mit öffentlichen Mitteln aufgefangen. Also nur einen Satz noch, darf ich noch? Ich bin schon ein bisschen zu lang, aber ich bin skeptisch, wenn man sagt, ja, wir können natürlich sagen, das politische Stärken und dann ist schon alles klar. Aber worum es mir geht, ist ja zu sagen, wir müssen auch Unternehmen und die Einrichtung von Unternehmen als Teil von Politik begreifen. Verstehen Sie, die Produkte, die da erzeugt werden, die Leute, die da arbeiten, der Kapitalumfang, der da eingesetzt wird, wenn dieses Kapital fehlinvestiert wird, wenn es an andere Orte verlagert wird, dann ist es gesellschaftlicher Reichtum, der von uns gemeinsam erarbeitet wurde. Und dann ist es auch eine politische Entscheidung, wie wir darüber verfügen. Und das wird natürlich nicht alles, das wäre eine hoffnungslose Überforderung des Parlaments und von Parlamentariern, sondern wir brauchen das Sachwissen der Leute, die in diesen Prozessen selbst beteiligt sind. Und gucken Sie mal, wie in der Finanzkrise agiert wurde. Da sagen die Bankiers, wir tragen so viel Verantwortung, wir sind so kompetent, deswegen brauchen wir diese 5 oder 10 Millionen Jahreseinkommen. Krübel bei UBS in der Schweiz, ein Deutscher, 30 Millionen Franken pro Jahr. Obwohl diese Bank den größten Verlust gemacht hat, nämlich 18 Milliarden Franken, das heißt den Nettogewinn aller Schweizer Banken in der Finanzkrise verspielt hat und jetzt eine Strafe nach der anderen zahlt, das wird getragen. Dann sagen sie aber gleichzeitig, diese Finanzkrise ist ein schwarzer Schwan, niemand konnte sie vorhersehen. Aber wenn es so ist und wir sowieso alle das Risiko tragen müssen, wie können wir uns dann Managern anvertrauen, für die diese Wirtschaftskrise ein schwarzer Schwan ist?
wenn wir die Folgen sowieso tragen müssen. Denn dann können wir gemeinsam besser dumm sein, als dass wir die Dummheit an wenige Leute delegieren, die dafür aber privilegiert leben. Ja, Alex.